Als kleines Mädchen nahm mein Vater mich öfter mit in die Schmiede bei uns am Ort. Er musste dort seine Sense hinbringen, damit dieses Sensenblatt, dieses Messer, wieder neu geschärft wurde. Viele Schaden waren in dieses Blatt gekommen durch das Benutzen, durch das Schneiden von Gras. Und ich weiß heute noch, dieses Geräusch dieses Hämmerns mit diesem speziellen Hammer, mit dem der Schmied dieses Sensenblatt wieder scharf machen konnte. Was mich auch noch in meiner Erinnerung wirklich beschäftigt, ist, dass dieser Schmied einfach nicht aufhörte und mal nach 10 Schlägen eine Pause gemacht hat, sondern es war ein unaufhörlicher Klang von Metall auf Metall. Und irgendwann prüfte er diese Schneide und hat sie begutachtet. Und wenn es noch nicht gut war, begann er wieder von Neuem, dieses Metall zu glätten, sodass eine scharfe Schneide entstand. Als ich kürzlich darüber nachdachte, als mir das wieder einfiel, da dachte ich, im Geistlichen ist das für uns genauso. Wir müssen unsere Waffen schärfen. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht gegen Menschen gerichtet, sondern gegen die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Die Waffen, die wir haben, das ist mächtig für Gott zu zerstören, dieses Strongholds, diese Kraftmächte, die gegen unser Leben aufstehen. Wir müssen unsere Waffen griffbereit haben. Und die Bibel spricht von dieser Waffenrüstung, von diesem Schwert des Geistes, von dem Schwert des Wortes Gottes. Wir müssen das Wort Gottes in unserem Mund führen, damit wir scharf schneiden können, wenn der Feind uns attackiert. Meinem Vater hätte diese stumpfe Sense keinen guten Dienst geleistet. Er musste zu diesem Schmied gehen und sie schärfen lassen. Das ist für mich auch ein Beispiel dafür, dass wir bei Gott stehen und sagen, Herr, schärfe mein Schwert, schärfe das, dass ich gegen den Feind aufstehen kann, dass ich wirklich scharf bin in der Attacke gegen den Feind, dass ich meinen Feind vernichte. In der Bibel heißt es, ich jagte meinen Feinden nach, bis ich sie aufgerieben hatte. Und ich möchte dich einfach einladen, über dieses Thema, die Waffe meines Kampfes, die nicht gegen Menschen gerichtet ist, dass du da wieder neu drüber nachdenkst, dass du den Herrn fragst, was hat das mir zu sagen? Wo muss ich in meinem Leben wirklich meine Waffen schärfen lassen? Wo muss in meinem Leben wieder eine Aktivität von mir kommen, dass ich mich neu ausstrecke, dass ich im Glauben stehe, und das, was aus meinem Mund kommt, den Feind zurückweist und ihn wirklich in der Schärfe abweist, in der Schärfe vernichtet, in der Schärfe in die Flucht schlägt. Und dass, wenn er auf einem Weg kommt, auf 7 Wegen fliehen muss. Ich möchte dir das einfach mitgeben, dass du wieder neu drüber nachdenkst und dich neu mit dem Herrn berätst, wo er dir helfen kann, dass du dich in der richtigen Weise trainierst in seinem Wort. Gott hat mehr für dich.